Ich glaube, wir machen noch mal ein bisschen was. Was Einfaches. Vielleicht noch mal irgendwie so eine Landeherausforderung. Mal gucken, wir haben jetzt in Dänemark, Stockholm, Schweden, Japan, USA, Chile, Helgoland. Boah, das machen wir, komm. Klar, auf Helgoland mal landen. Also, mit 80 Knoten. Anfliegen dann auf 75, dann auf 72 Knoten und dann schön aufsetzen. Kurz auf jeden Fall, aber es ist ja auch ein kleines Flugzeug. So, kurz zurechtfinden hier. Geschwindigkeit ist da. So, gucken, wo. Erstmal runter hier. So, hinter dem Turm lang hier, also da, wie es aussieht. Sah. Zurecht finde. Das Flugzeug kenne ich ja gar nicht. Ich sehe auch gar nicht, wo meine Flaps und sowas alles stehen. So. Irgendwo da war da der Flughafen. Ein Boot. Aber ich sehe die Landebahn nicht, ey. Es wäre schön, wenn ich mal eine Landebahn sehen könnte. Da könnte eine Landebahn sein, oder? Oh weh, du fährst doch rüber, ey. Falsche Landebahn erwischt. Oh, komm schon. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Fuck. Okay. C. Ich glaube, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Also die Landung an sich war gut, aber ich bin halt komplett auf der falschen Landebahn aufgekommen. Ich bin hier runtergekommen. Boah, das ist doch die richtige. Und dann da zum Halten gekommen. Ich muss auf der landen, ne? Auf der kurzen. Ich war zu schnell. Landebahn 3, Pistenlänge für Pistenhöhe 1 Meter über Meeresspiegel. Doch, es war die richtige. Bin ich hier gelandet? Ich glaube, ich bin hier gelandet. Ich muss eigentlich da. Genau, also doch die falsche. Ne? Ich bin nämlich genau hier und dann hier so. Falsche. Auf der 3 muss ich landen. Ich komme von da. Kann man hier irgendwie nochmal eine Übersicht hier irgendwie holen? Also hier muss doch weiter rum, also mehr über dem Wasser bleiben. Ich bin ja hinter dem Turm da, direkt rüber. Okay. Also ich bin, eben bin ich die kleine hier gelandet, also hier rein. Ich muss aber die andere nehmen. Hier so rüber, okay.
Also ich muss jetzt hier über dem Wasser weiter rüber und dann hier so rein und nicht direkt hier rüber. Also ich habe noch ein bisschen Zeit, aber trotzdem schon mal ein bisschen Schub rausnehmen. Was habe ich hier gemacht? Okay, jetzt mal Flaps rausgenommen. Man kann ja nicht auch reinmachen, damit ich auch ein bisschen langsamer jetzt fliegen kann. Weil vorne war ich viel zu lang, viel zu schnell. So, gucken wir nochmal rüber. Also quasi hier so reinkommen, nicht hier, da so. Na. Und da ist es mir abgestürzt. So. Von hier aus, okay. So, also die 3. So, gehen wir mal ein bisschen runter. Mal Landeklappe ein bisschen ausfahren. Auf 80 Knoten runterkommen. Ah, da sind die Landeklappen, okay. Ich habe kurz den Schalter gesucht, wo er auch auf dem Instrumentenbrett ist, wo ich ablesen kann, was ich ungefähr als Flaps habe. So. Da ist es, das Helgoländchen. Dem schönen einen Windrad drauf. Ob das wirklich das einzige ist? Da ist der Hafen. Und wir wollen drüben auf dem Flughafen landen. So, wir müssen ein bisschen auf 75 runter. Da bleiben. Will jetzt auch nicht krass an Höhe verlieren. Noch nicht jedenfalls. Oh, ich sehe es halt auch so schlecht. Vorhin bin ich irgendwo. Hier rein oder da so. Und das war auf jeden Fall falsch. Nicht zu langsam werden, hätte er gesagt mit 70. Also, die Bilder sind auch ein bisschen schlecht gewesen, um jetzt irgendwie Landmarks zu suchen. Ja, sehr gut. Okay, das kann ich gleich nochmal machen. Okay, ja, jetzt weiß ich ungefähr, wo ich lang muss. Da muss ich aufsetzen, das ist es nicht. Okay. Das war nix. Fehlgeschlagen. Neustart. Das möchte ich auf jeden Fall heute noch schaffen. Vor dem Leuchtturm muss ich noch rein. Direkt vor dem Leuchtturm. Können wir noch mal gucken? So, dann gehen wir mal runter auf 80.
nicht zu eng. Und dann müssen wir gucken vor dem Leuchtturm, rot-weißen Leuchtturm dann rum. Okay. Das sind die krassen Keimauern, ne? Oder wofür immer auch die. Na ja, Wellenbrecher-Keimauern. Ne? Ist ja kein Kai, wo man hier mit Schiffen anlegt, aber ich denke mal, das ist für Küstenschutz. Genau, auf 80 runtergehen. Langsam jedenfalls. Da drüben ist schon der Leuchtturm, das kann ich sehen. Drehen wir schon mal langsam außerhalb des Hafens, würde ich sagen. Zu viel Höhe verlieren, nicht mal, dass wir ja wassern müssen. Das ist kein Wasserflugzeug. So, da ist der Leuchtturm. Ungefähr 75. Ich habe halt auch den Winkel noch nicht so richtig, ne? Er ist jetzt links von dem Leuchtturm, aber so, hier über den Hügel rüber und da muss es irgendwo sein. Da, ich sehe es schon, okay. Nicht punktgenau. Aber es, vielleicht ist es besser als C. Es ist immer noch C. Okay, aber besser als vorher. Präzision Landung 217 Fuß weit entfernt. Bodenrollen. Also, es war nicht in der Mitte. Reibungslosigkeit Landung. Fuß pro, was, pro Meter oder so. Es ist besser als vorher. Aber aufgrund dessen, dass es schon so spät ist, machen wir noch eins. Komm, wir gehen ja schnell. Bestenliste. Platz 10.400 noch was. Komm, ein Versuch noch. Hier ist der Leuchtturm, links vom Leuchtturm rüber. Ich hatte auch zu kämpfen, dann irgendwie die Höhe zu behalten. Wohl Wind kommt dann von vorne. Da, dieses eine Haus. Müssen wir das halt nochmal genau einprägen? Die Frage ist. Die VR-Karte könnte mir helfen. Die Landebahn besser sehe. Ich weiß, wie ich reinkommen muss. Ich hoffe, das wird mir da nicht abgezogen.
So, versuch mal jetzt nicht so früh zu tief zu kommen. Damit ich dann sanfter aufsetzen kann. Grob. Anscheinend wird der Anflug nicht so gut bewertet. Oder nicht, überhaupt nicht bewertet, nur wirklich die Landung. Drehen wir mal ein bisschen. Ja. Schon wieder so. So tief. Wo ist das Haus? Da ist das Haus. Irgendwann müsste ich mich da jetzt mal auf der Karte sehen. Muss mir Gas geben, wenn wir aber endlich bei 72 bleiben. Sieht eigentlich ganz gut aus. Wir müssen noch über diesen blöden. Da. Da. Wieder nicht mittig, ey, das gibt's doch nicht. Meine Fresse. Yes, aber B. Das ist doch schon mal ein Erfolg. Ja. Präzision der Landung war schon mal wesentlich besser. Bodenrollen. Wir waren halt, oder ich war halt eben hier. Und nicht in der Mitte. Irgendwie kann ich mir das einfach nicht merken, dass ich weiter links muss. Aber der Rest war schon mal ganz gut. Ich würde sagen, damit kann man arbeiten.